Moin, moin, liebe Reichsgenossen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Medieval 2 Total War Mod Conquer the World. Ja, wir haben schon zwei Städte eingenommen. Stimmt das? Welches haben wir eingenommen? Amsterdam. Okay, eine Stadt, die zweite ist in Arbeit. Und haben so ein bisschen die Zufriedenheit in den Städten gesteigert und auch das Bevölkerungswachstum. Habt ihr etwas auf dem Herzen? Und heute machen wir, also nehmen wir Bern ein, damit auch die Schweiz zum Heiligen Römischen Reich gehört. Und ja. Ah, was? Dresden? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Es ist zwar erst gestern passiert, aber ich hatte gestern so viel vor. Okay. Der Kaufmann geht irgendwo hin, wo 15. Bitte zum Wisch. Verdienst halt ein bisschen weniger jetzt. Aber wenn du mal ein bisschen mehr rennen könntest, würde es auch schneller gehen. Hier müssen wir dann später rüber. Da hat es nur 10. Schwierig, schwierig. Kaufmänner verschieben. Voll schwierig. 15. Gehen wir doch zum 15. So. Damit wir Verhandlungen beginnen können. Ja, du Verhandlungen. Ist mir egal. Hier da. Geht nach oben dann, ja. Die da. Ist auch ein Kaufmann. Der hat hier 20. Hier drüben sieht man es nicht. Ja, ich denke, Gold ist schon am wertvollsten, oder? Oder Weizen? 5, okay. Also. Nächste Runde. Okay, die venedigischen Königinnen gehen dort nach oben, also Prinzessinnen noch. Und ihr wollt da drüben. Okay, ihr seid stecken geblieben in Hamburg. Oh Gott. Ah, ein Kandidat zur Abduktion. Minus. Ah nein, plus 2 ungefähr. So. Minus 1 fühlt sich nicht geschätzt. Ulrich von der Lombardei. Muss ich mal gucken, wo der ist. Was? Hans? Hans Knie, okay. Ich habe ein Pfeil in den Arsch bekommen. Nein, ins Knie. wenn du hier hingehst, nein. Wo haben wir denn sonst noch keins? Du kannst ja mal hier runter. Ja? Nach Münich. So. Es ist mir eine Ehre, weiter kannst du ja nicht, oder? Kaiser! Ja, da können die sich nicht mehr bewegen. Ein Reichsdiplomat geht mal hier hin. Der geht ins Vatikan. Das ist nicht möglich, Kaiser. Um dort ein bisschen für die Beliebtheit hoch zu pushen. So, in Frankfurt kann man die Steuern erhöhen. Und da ist ja die Kirche im Bau. In Wien machen wir irgendwas. Eine Ratskammer. Brunnen? Die sind ja verbündet. Ich hoffe, die betrügen uns nicht. Ja, Ratskammer. So, hier haben wir die Ratskammer. Dann machen wir hier ein Bordell, ist Spion. München ist die Spionshauptstadt. Wir machen ein Bordell. Und in Berlin machen wir. Nein, ich will nicht zu viel Geld jetzt ausgeben. Ich nehme einen Kornmarkt. Ja, Kornmarkt. In Hamburg machen wir hm.
In Hamburg könnten wir mal ein bisschen die Offensive pushen. Ja, Ortswache. Hannover könnten wir... Ja, dann ist es aber zu leicht, wenn wir die Offensive zu stark pushen. Farmgemeinschaft. Hannover ist dann das Ländliche. Nein, nein. Ich kenne Hannover nicht ganz so gut, aber ich denke, das ist auch schon recht eine Stadt. Eine gute Stadt. Was könnten wir machen in Nürnberg? In Nürnberg. Auch Farm. Aber ich will die Bevölkerungswachstum hochpushen. In Dresden machen wir, oh Gott, Trampelpfad unbedingt. In Amsterdam auch ein Trampelpfad. Oder? Ab wann ist das? 10.000, dann bringt es nicht. Noch nicht. Okay. Lieber einen Weg. Sodele. Und eben hier brauchen wir mal ein paar Einheiten. Die sind ja gar nicht geschützt, die Städte. So, in Frankfurt haben wir einen Agenten. Dann geht ihr mal da hoch. Mal darüber und dann hierhin, dann zum Wein. Sehr loyal. Sehr schön. In Wien haben wir auch so einen Klunker. Dann geht mal hier runter. 18, okay, das ist schon ein bisschen mehr. So, haben wir auch das. Ein Bündnis zwischen Kiewerus und Russland. Die Russen sind zusammen. Heiliger Kaiser? Ja. Nostrovie. Ja. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Bin zu Dienst. So, ich möchte gerne die Kanonen jetzt einstampfen. Unterhalt 99, das lasse ich. Aber die anderen. Da ist eine Kanone. Dann geht doch mal bitte. Ja, mein Kaiser. Die zwei kleinen, nein, die zwei kleinen. Ja, mein Kaiser. Ja. Hierhin. Und ...38.000, also können wir auch hoch machen. Bisschen mehr Geld verdienen. Da ist es 10.000, das lasse ich mal. Und das ist sowieso sehr hoch. 2. Da mache ich es auf niedrig. Hier wieder auf hoch. In Dresden kann ich es auch mal runterstellen. Aber nur 1. So ein bisschen Finanzen anpassen. Das lasse ich niedrig. Ja, mehr will ich auch nicht machen. Der Bischof hier. Kann man hier jetzt nicht durch. Was ist denn das? Ich will dort durch. Hey, Raballe. Polnische Völker, ist das ein Deserteur? Okay. Wieso hat er so extrem kleine... Sicht. Ein Sicht für so ein kleines... Ah, hier können wir jetzt weiter. Das hat 10. 15. Das Gold. 76. Okay. Dann hat sich durch das gelohnt, hier hoch zu gehen. Kaufmann kann mir leider nicht hier mehr machen. Jo. Können wir den eigentlich direkt hier... Nein. 20. 5, 20. So. Also das haben wir auch recht gut. Und jetzt speichern. So.
Seid gegrüßt. Unsere Völker haben etwas zu bereden. Der klingt komisch. Für beide Seiten Vorteile. Bis zum nächsten Mal. Das tönt nicht das Italienische. Aha. Ach so, er fühlt sich nicht geschätzt, weil er keine Frau findet. Aha. So. Der Ulrich. Aha. Königreich von Spanien müssen wir einen Abgesandten nach Barcelona. Okay. Da jetzt dieser hier sowieso keine Handelsrechte mehr mit dem Vatikan machen muss, gehen wir direkt da runter. So. Nicht möglich, Kaiser. Die Stadt ist unser Bad und wir haben sehr viele Verluste. Wieso haben wir sehr viele Verluste? Weil wir teure Gebäude gekauft haben. Aber nächstes Mal ist es dann wieder stärker. Und dafür sind wir fortschrittlichstes. Yay! Wir haben am meisten Gebäude gebaut und höchsten Einheiten und so. Ortswache. So, jetzt haben wir Stadtmiliz. Jetzt muss ich schauen. Ja, Stadtmiliz ist es. Machen wir gleich mal zwei. Und weiter mit einer... Ja, jetzt ist es nicht gerade so wichtig. Stadtmiliz ist das Wichtigste. Einen Ledergerber. Sodele. Und die wollen die Hauptstadt, oder was? So, Kiewerus hat mit Großfürstentum Litauen Krieg. Von mir aus. Litauen muss jetzt hier oben irgendwo sein. Bin unterwegs. Natürlich. Ich möchte nicht unbedingt Litauen bekehren. Dann gehe ich weiter nach Russland. Wir werden mir die Russen ein bisschen nerven. Ach komm. Deutschland hat schon so viel Krieg mit Russland gemacht. Darf man doch das mal machen, oder? So. Yay. Einnahmen. Hier drüben. Machen wir auch ein bisschen mehr Einnahmen. Da ist noch Wein. Dann gehen wir dort runter. Gut. Und mein Kaiser. Der ist ja eben stationär. Kaiser. Der da unten wollte ich ja hier hinbringen. So. Ja, ist viel mehr Einnahmen. Gut, dann speichere ich noch mal kurz Bern, also LP Ger Bern angreifen. So. Und seid gegrüßt, mein Kaiser. Angreifen. Werden wir angreifen, Kaiser. Lol. Was haben Moslems hier zu suchen? Oder sind das einfach, ist einfach der Skin falsch? Erhard von Friberg greift an. Ja, könnten wir eigentlich. Nein. Ah doch, das Picken. Ja, da können wir angreifen. Gott schütze unser Vaterland. Auf in den Kampf! Zu schützen. Ihr müsst angreifen, Mann. Angreifen. Voll angreifen. Wir brauchen Bern. Schön in einem Talkessel. Passt zwar nicht zu Bern, aber egal. So, mal schauen, ob es hier drüben besser zum Angreifen ist. Hier gibt es gar kein Tor. Ja, wunderbar. Da müssen wir hier angreifen. Schön alles gemütlich bei den Bernern. Den muslimischen Bernern. Ist er nicht? Gut. Schützen, 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 schützen. Schlacht austragen. Also. Alles auf einmal. Gut. Lange Speere habt ihr. Sind das spezielle? Nachpicken. Ah, das sind die, okay.
Na gut. Ich denke, die Pfeile sind nicht so stark, weiß ich jetzt gerade nicht. Verlust der Klagen. Okay, die Schützen greifen an. Ein Verlust. Oh. Bo, 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 bo. Hey, du. Steh auf. Oh, es brennt. Ah, das ist ein Feuerpfeil da vorne. Das sind ja Bauern, fast. Jetzt sind es plötzlich Kreuzritter. Unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock erreicht. So, dann greift mal an, dann bald. Hm. Wir bekommen sonst zu viele Verluste. Das ist so, so scheiß. Der Rambock hat das Tor durchbrochen! So, rein mit euch. Hier unbedingt die an. Nein, nicht die hier angreifen. Hier geht mal hoch. Hier greift die an. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen. Sodele. Und wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich da mal Mutsch. Matsch, Mutsch, Mitsch. Klimper, Klimper. Schwert geklimpert. Oh, wie unfair der Kampf ist. Und wie die sterben. Ah, der wurde mehrmals durchbohrt. Er lebt weiter. Er darf in den Dachschaden. Und andere schwerwiegende Wunden. So, jetzt kommen die Reiter. Kommt ihr hier durch? Quetsch, quetsch, quetsch. Ja, sehr gut. So, lasst sie mal rein. Trefft ihr auch mal? Scheinbar nicht, ja. Ah, ich mag Ding nicht. Musketen. So, nein, dann geht's noch gut. Aber die kommen hier nicht irgendwie weiter. Die buggen herum. Okay. Oh, ein Reiter ist gestorben. Oh. Hey, die. Viele Verluste, das mag ich nicht. 6 Verluste. So, Reiter, geht mal hier hin. Dann greift die sofort frontal an. Ja, weiter, weiter, weiter. Weiter. Alle hier hin. So geht es nicht. Ich habe keinen Ansturmbonus mehr. Und wir haben wieder eingenommen, dann haben wir sie ausgenommen, dann haben wir sie wieder eingenommen. Wir haben sie ausgenommen, wir haben sie gestohlen. Hallo, seid ihr faul da vorne? So, jetzt. Ansturm. Aber schneller. Eingenommen, ausgenommen, eingenommen. Ist denn so komisch. Ausgenommen. Ausgenommen. So, oder? Wieso seid ihr hier oben? Ah, ihr kämpft gegen die da oben. Gut, gut. Ja, wieso ist hier einer gestorben? Das geht mir gar nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die Reiter wurden viel empfindlicher im Gegensatz zu Rome Total War. Im Rome Total War habe ich die ganze Zeit mit den
Reitern eigentlich Frontalangriffe gemacht oder seitliche Angriffe, Flankenangriffe. Und ja, geh mal weg mit den Reitern. Wenn die sowieso nicht anstürmen, ich verstehe die KI bei Medieval 2 nicht. Ich hoffe, sie ist im neuesten Teil, im Attila, besser. Ich will es bald mal kaufen, aber es ist noch zu teuer. Und die Interesse ist noch nicht so da. Also wenn ihr Interesse habt an Attila oder an einem anderen Total War Teil, dann dürft ihr es gerne mir in die Kommentare schreiben. So. Oh, meine Verluste. Ja, das ist halt, wenn man die Speerträger an den Rambok tut, aber wie kann man das wählen? Man könnte es gar nicht wählen und ja. Der schießt immer noch der Turm. Das ist mal unfair. Geht mal rein hier. Ach, seid ihr dumm. Unsere Männer haben den feindlichen General. Die Aussehen habt ihr gesehen. Die haben so einen komischen Bart. Geht jetzt rein. Ihr müsst rein, sonst werdet ihr abgemurkst. Schaut mal, ihr habt schon... Nein, ihr habt gar keine verloren, okay. Ja, von mir aus. Geht jetzt rein. Wieso buggen denn die? Da sieht man, wie buggy das Spiel ist. Und das hat das eine gute Wertung bekommen. Da waren ein paar Maiden-Ding, also von Zeitschriften, nicht so bei der Sache. Ich will ein besseres Medieval 2. Patch ist fertig. Fast 10 Jahre danach. Mal ein bisschen fertig patchen. So, jetzt reicht es mir. Ich will die Schlacht mal fertig haben. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist. Nur noch die Hälfte, ja. Ganz genau. Tja. Reiter, geht mal hier hin. Nehmt das ein, dann geht es die Schlacht schnell fertig. Von wem werdet ihr die angegriffen? Vom Turm wieder. Ja, genau, genau. Geht auf die los. Aber schneller. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zeigen. Wir machen sie noch nieder. Wir werden ihr Moral tot mampfen. 294, komm, wir machen noch ein paar Gefangene. So. Komm, 300. Hopp. 300. Yeah, 300. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Yay. Ja, gar nicht mal so viele Verluste, aber ja, die Speermiliz ist auch eine unterirdisch schlechte Einheit. Ja. Der Führer ist uns Bern und ich bin glücklich. Ein stolzer Sieg für das Reich. Ruhm und Ehre dem Reich. 800. Nö, wir besetzen nur. Plus 1 Kommando. Plus 1 Ritterlichkeit. Sehr schön. Gut, hier möchte ich die Rodung machen. Finanzierung auf niedrig. Einen Kaufmann möchte ich gern in Hamburg machen, wegen dem Skandinavien. Oder eher in Hannover. Das geht schnell. Gut. Ja. Wieso ist hier ein Kaufmann ohne... Ist da eine Hand? Ah, Eisen. Okay. Eisen ist schon am teuersten. Ah, da. Ja. Ich genau. Das war das letzte Mal, dass ich gesucht, also einnehmen wollte. Ein Befehl, mein Kaiser. Mit den Kaufmann annehmen. Gut. Ja, Kaiser. Überall Gold, wir werden das Goldkönigreich
Ich bin Diener Gottes. Gut, so. Also, ja. Wir werden auch eine Handelsmacht sein. Wir müssen dann die Häfen ausbauen. Hier in Amsterdam den Hafen bauen. So. Und... Wollt ihr ein Angebot auf den Tisch legen? Ja. Herr Kaiser. Also, danke fürs Schauen des zweiten Partes. Der dritte folgt sogleich. Tschüss, Leute.